Ich möchte lesen aus 1. Chronik 28, vom 9. Vers. 1. Chronik 28, 9. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm vom ganzen Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles trachtende Gedanken. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. Wir als Eltern sprechen über so manches Thema mit unseren Kindern zu Hause. So manchen Fragen werden geregelt. So manchen Fragen werden geantwortet. Und hier in diesem Vers sehen wir, dass David zu Salomon etwas sehr Wichtiges sagt. Ganz kurz gefasst sagt uns das Wort Gottes, dass David, er sagt, und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm vom ganzen Herzen. Und wisst ihr, Brüder und Schwestern, ich denke, wir wissen das alles, dass um Gott zu dienen mit Freimütigkeit, müssen wir unseren Gott erkennen. Und hier in diesem Vers steht geschrieben, wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Das allererste will Gott, dass wir ihn suchen. Und wenn wir ihn gefunden haben und in unseren Herzen aufgenommen als Retter, dann sollten wir in Erkenntnis wachsen und rausfinden, wer ist Gott, wie handelt ihr und was möchtet ihr von mir? Und dafür haben wir die Bibel, das Wort Gottes. Und ich möchte heute mit uns alle zusammen über ein Thema sprechen, was uns eigentlich bekannt ist, aber vielleicht haben wir das schon vergessen in der letzten Zeit. Es kommt hier so bei uns, wir wissen vieles, aber wir vergessen vieles. Sehr bekannte Verse. Und die stehen geschrieben in Epheser 6, die ersten zwei Verse. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn es ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Vieles in unserem Leben, was wir machen, stört uns im Verhältnis mit Gott. Oder wir wissen ganz genau, wenn wir mit Zorn oder Zweifel ins Gebet gehen, wird das Gebet nicht erhört werden. Ich als Christ weiß das. Deshalb versuche ich immer, bevor ich schlafe gehe, sicher machen, dass ich mit Frieden im Herzen schlafe gehe und dann auch beten kann, dass der Herr meine Gebete erhört. Und wir als Kinder Gottes, wenn wir den Herrn mit Eifersucht und mit Freimütigkeit dienen wollen, dann sollen wir wissen, dass Gott möchte, dass wir alle das, was hier geschrieben steht, halten. Ich möchte fragen, wer von uns hat noch einen Vater und Mutter? Oder Schwiegereltern? Oder die meisten? Wir wissen, dass Gott uns so manches eines physisches Gesetz gegeben hat in unserem Leben. Wir haben heute keine Zeit über Newtons Gesetzen oder Archimedes oder wie die auch alle heißen, zu sprechen. Aber wir wissen ganz genau, dass wenn wir uns wagen, irgendwo am tiefen Wasser zu gehen und wir nicht schwimmen können und wieder reinspringen, das kann sehr schlecht für uns enden. Wenn wir da keine Rettungsbotschaft haben oder keine Schwimmweste, ich weiß ganz genau, ich kann ein bisschen schwimmen. Ich werde vielleicht 300 Meter noch schwimmen können oder 500. All depends, wie man sagt, es kommt darauf an, wie stark der Wind ist. Aber es kann dann auf einmal so auskommen, dass ich da ertrinke.
Oder wenn wir uns vorstellen, dass wir ein Vogel sind und dann nach Winnipeg fahren und fahren irgendwo von den Towers da. Ich denke, die sind 34 Stöcke haben die, von da runterspringen wollen. Dann werden wir ganz feststellen, schnell feststellen, dass die Erde uns nicht ganz freundlich entgegenkommen wird. Wir werden einfach da wahrscheinlich auch umkommen. Weil das Anziehungskraftgesetz, kennen wir. Wir werden ganz schnell landen an dem Boden. Warum sage ich das alles? Wir kennen ja dieses Gebot ganz gut, was Gott hier uns hinterlassen hat. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Ehren Vater und Mutter. Und wir sollen es wissen, dass wenn wir das nicht machen, dann heißt das, dann gehe ich raus und sage, weißt du was, Gott? Ich brauche das Gute nicht, was du mir vorbereitet hast. Ich will das einfach nicht. Und das lange Leben, was davon abhängt, ob ich meine Mama und Papa ehre oder nicht, will ich auch nicht. Klingt sehr töricht, oder? Wir haben heute vom Tod gehört. Und ich sage immer wieder, Gott hat zwar festgesetzt den Tag der Geburt und den Tag des Todes für uns, aber er sagt hier, das ist das erste Gebot mit Verheißung, und damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Also, wir können unseres Leben ganz schnell kürzer machen, wenn wir nicht achten auf dieses Gebot. Nun, vieles Vieles in unserem Leben hängt wirklich von uns ab, und wir haben schon öfter in unserem Leben gehört, ehret Vater und Mutter. Und so manche wird sagen, ja, was heißt das denn, ehret Vater und Mutter? Was ist damit gedacht? Und ich habe mir heute anhand der Bibel drei Punkte aufgeschrieben, was eigentlich das heißt, ehret Vater und Mutter. Das erste, ich verrate das direkt, ist sehr einfach. Seid gehorsam, steht in Epheser. Seid gehorsam. Wir werden jetzt kurz betrachten, was das heißt. Das zweite, schämt euch nicht für euren Eltern. Und das dritte, wenn eure Eltern bei euch was bitten oder bei uns, ich habe auch noch Schwiegervater, Schwiegermutter sind 90, aber sind noch gut dabei. Wenn die Eltern bei uns was bitten, weist den Eltern nicht ab. Also das Erste, schämt euch nicht für euren Eltern. Wir kennen David sehr gut, ich habe diese zwei Personen schon genannt, David und Salomon. Und im 1. Samuel, Kapitel 16, da steht geschrieben, und der Herr sprach zu Samuel, 1. Samuel 16, 1. Bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin, ich will dich zu Isai, den Bethlehemiter senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausgesehen. Und dann lesen wir im 12. Vers, da sandte er ihn und ließ ihn holen, und er war rötlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen, und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist es. Das haben wir im 16. Vers gelesen. Wir sehen, dass Gott David erwählt hat als König, er wurde gesalbt, und jetzt im 17. Vers lesen wir im Kapitel 15, da lesen wir, da ging David wieder von Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. Sehr bekannte Verse haben wir oft gelesen. Ich will euch mal ein bisschen so ein Bild malen. Stellt euch vor, wir haben jetzt Wahlen in unserem Land. In Amerika ist das jetzt der Fall.
Und nach langen Wahl wird festgestellt, wer der Premierminister wird. Und dann wird dieser Name bekannt gemacht. Und dann wird gesagt, einstimmig wurde gewählt, dieser, und der wird jetzt Premierminister sein oder König. Und dann nennt er euren Namen oder meinen Namen. Aber jetzt habe ich noch Zeit, 2 Wochen, bis die Einweihung ist oder Inauguration oder wie heißt das auf Englisch? Inauguration. Und ich überlege mir und denke, oh, ich fahre zu meinen Eltern. Ich fahre nach Hause und ich komme von einem Bauernhof. Jetzt komme ich nach Hause zu meinen, zu meinen Eltern und mein Vater entgegnet mich, kommt entgegen raus und freut sich und sagt, mein Sohn, ich habe so auf dich gewartet. Weißt du, ich habe keinen, wenn ich schicken könnte mit meinen Schafe. Dann wurde ich gesagt, Papa, liest du die Zeitung nicht? Hörst du kein Radio? Weißt du, wie ich bin? Weißt du eigentlich, wie ich bin? Aber hier in diesem Fall steht geschrieben, da ging David wieder von Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. David wusste zwar, er ist der König, er ist der Größte in Israel, aber er sah seinen Vater und er wusste, hier ist jemand, der ist größer als ich. Und das ist wichtig für uns zu wissen. Hier in diesem Raum ist jemand, der ist größer als ich. Und er sagt, ja Vater, ich gehe die Schafe hüten. Der Vater hat eine Aufgabe für ihn. Er sagte später, nimm noch diese Sachen, das Essen für deine Brüder mit und so weiter. Aber im 12. Vers lesen wir, David aber war ein Sohn eines Jephratitas aus Bethlehem, Juda, der Isai hieß, und acht Söhne hatte. Dieser Mann war zu Sauls Zeiten schon alt und betagt unter den Männern. Die Übersetzung in Russisch sagt, Samuel Starsche, der Älteste im Volke war er. Aber David ist sehr gehorsam und sagt, ja, Vater, ich gehe die Schafe hüten. Was heißt das für uns Kinder? Wenn ihr zu Hause seid, jetzt hört mal zu. Ihr habt alle Mama und Papa sorgen für euch, kochen für euch, ziehen euch an. Wenn ihr zu Hause seid und Mama und Papa sagt, Kinder, könnt ihr bitte aufräumen im Zimmer? Dann müsst ihr sagen, ja, klar Mama, klar Papa. Könnt ihr bitte Kartoffel holen oder Kartoffel schälen? Ja, klar. Könnt ihr mal rausgehen, den Bike waschen oder Gras mähen? Da muss nicht mal Zweifel kommen, sagen nein. Klar, ich werde das machen. Und denkt daran, Gott sieht das. Gott sagt, wenn ihr aufmerksam sein werdet und ihr machen werdet, was die Eltern, ihr werdet die Eltern ehren und gehorsam, steht in Epheser am Anfang, seid gehorsam. Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Und das ist der Schlüssel. Dann wird Gott euch segnen. Aber ihr könnt auch damit rechnen, wenn ihr sagt, nein, mache ich nicht. Nein, will ich nicht. Nein, werde ich nicht. Und dann muss Mama und Papa wieder und wieder sagen, oder Oma und Opa, und da wird nichts getan, das gefällt Gott nicht. Damit können wir rechnen, wenn wir das ständig machen werden, dann wird Gott uns dafür strafen, weil Gott sein Wort ist fest. Der zweite Beispiel, sehr bekannt in 1. Mose 46, 29 lese, von 29. 1. Mose 46, 29. Da spannte Josef seine Wagen an und fuhr seinen Vater Israel nach Goshen entgegen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinen Hals. Wir kennen Josef, was für ein schweres Leben er durchgemacht hat. Josef wurde verraten, verkauft, er wurde unterdrückt. Und letztendlich hat Gott ihn auf eine ganz hohe Stelle gestellt. Er wurde Zweiter im Lande. Und Ägypten war zu der Zeit ökonomisch sehr stark. Ich denke, der Stärkste in der ganzen Welt. Ägypten hat 7 Jahre ausgeholfen, alle Länder rundum, dass sie von dieser Dürre, von dieser Trockenheit, was auf alle Länder kam, nicht umkommen. Und Josef war da der zweite Mann. Und jetzt wird Josef berichtet, dein Vater kommt hier nach Ägypten.
Und was macht ihr? Ich kann mir vorstellen, wie Josef aussah. Zweiter Mann, bestimmt ein schicker Wagen gespannt mit schicken Pferden, schicker Mantel an, riecht sehr angenehm gepflegt, bin ich mir überzeugt. Zweiter Mann im Lande, Wache, und er fährt raus und fährt entgegen seinen Vater. Wir haben schon am Freitag von Bruder Ewald gehört, wie die Hirten waren. Im 34. Vers steht geschrieben, er sollte ja sagen, das sagt Josef zu seinen Brüdern und Vater, deine Knechte sind Viehzüchter gewesen von ihrer Jugend an bis jetzt, wir und unsere Väter. Dann werdet ihr im Land Gossen wohnen dürfen, weil alle Schafhirten den Ägyptern ein Gräuel sind. Die waren ein Gräuel für Ägypten. Jetzt kommt Josef raus entgegen seinem Vater mit seiner Bewachung, mit seinen schicken, gespannten Wagen. Und was macht er? Und als er ihn sah, fiel er an ihm an den Hals und weinte. Ich kann mir vorstellen, was für ein Geruch da war von diesen Hirten. Ich war hier auf dem Bauernhof öfter. Ich mag dahin zu gehen, Fleisch zu kaufen. Und wenn man da reinkommt, dann riechst du von weit, wie es riecht. Ne? Nach Kühe, nach Hühner oder nach Schweine. Und wenn man da eine kurze Zeit ist, dann merkt man, die Kleider riechen auch danach. Aber was mir hier gefällt, Josef kommt entgegen, er achtet auf das nicht. Er kommt entgegen, sieht seinen Vater, fällt ihm auf den Hals und küsst ihn. Er schämt sich nicht seinen Vater. Nichts davon. Und was er später macht, er bringt ihn im Palast vor dem Pharao und er, Jakob segnete Pharao. Was sagt das heute für uns? Wir Russlandsdeutsche, so werden wir oft genannt von unseren Kindern, ob das jetzt positiv oder negativ gedacht ist, wir sind anders als die Kanadier hier. Wir ziehen uns auch anders an, sehen auch anders aus, haben andere Mentalität. Oder die Leute, was aus Paraguay kommen, die haben seine Mentalität. Wir sind schon in gewissen Alter. Schämst du dich, liebe Tochter, lieber Sohn, liebe Enkelkinder, schämt ihr euch vor euren Eltern oder nicht? Wenn wir irgendwo zusammen zum Rathaus gehen müssen, in die Gesellschaft. Schämt ihr euch, wenn wir schlecht Englisch sprechen und ihr uns übersetzen müsst oder nicht? Josef hat sich nicht geschämt. Nichts davon. Das heißt Ehre, Vater und Mutter. Das dritte, worauf ich Acht geben möchte, lese ich aus Erste Königin, Kapitel 2. Ich lese vom 18. Vers. Und Bathseba sprach, gut, ich will dahin, deinetwegen mit dem König reden. Es geht hier um Adonia. Adonia kam zu Bathseba und sagte, geh und spreche mit Salomo. Und hier steht geschrieben, und Bathseba sprach, gut, ich will deinetwegen mit dem König reden. So kam Bathseba hinein zum König Salomo, um mit ihm zu reden wegen Adonia. Und der König stand auf und ging ihr entgegen und verneigte sich vor ihr und setzte sich auf seinen Thron. Und auch für die Mutter des Königs wurde er ein Thron hingestellt und sie setzte sich zu seiner Rechten. Eine Begebenheit, was wir sehr gut kennen, viel gelesen haben. Worauf ich geachtet habe, hier eine Vorbereitung, wo Bathseba reinkam zu Salomo, über Adonia zu sprechen, stand der König auf. Wir wissen, wie das ist, ne? Wenn, ob das jetzt in Russland oder in Kanada oder in Amerika ist, wenn der Präsident oder Prime Minister reinkommt, stehen alle auf. Wenn er sitzt und jemand reinkommt, er bleibt sitzen. Öfter. Das Recht ist hinter ihm. Er kann auch aufstehen. Aber hier in diesem Fall, Salomo hatte viel zu tun. Er hatte viele Minister.
Er hatte viel, viel um die Ohren zu regeln. Und jetzt plötzlich kommt die Mama rein, Bathseba. Was macht ihr? Er steht auf, verneigte sich vor ihr und dann ging er und setzte sich auf den Thron. Und bevor er anfing, mit der Mama zu sprechen, setzte er sie auch auf den Thron. Auf einen Stuhl oder Sessel, weiß ich nicht, steht geschrieben, würde ein Thron hingestellt. Ich dachte so nach, dachte ich, was für eine Ehre zu der Mama. Er könnte auch sitzen bleiben und sagen, schon wieder du, was willst du? Aber dann, und sie sprach, ich habe eine kleine Bitte an dich, weise mich nicht ab. Und der König sprach zu ihr, bitte meine Mutter, denn dich werde ich nicht abweisen. Er wusste noch nicht mal, worum es geht, was die Mutter wollte. Aber er sagte im Voraus, ich werde dich nicht abweisen. Du kannst mir fragen, was du willst, ich werde das machen. Jetzt ist die Frage um uns. Wir sind ja alle sehr beschäftigt. Ich persönlich habe auch viel, viel Schlechtes gemacht und musste Buße tun später, auch von meiner Schwiegermutter, auch von meinen Eltern. Aber was wichtig ist, dass wir nicht vergessen, wer die Mutter ist. Wir haben heute gelesen, gehört, der Bruder hat gelesen, wie ein Mensch geboren wird. Ne? In Wehen bringt die Mama uns zu der Welt. Jeder von uns wurde geboren. Die Mutter trägt sein Kind 9 Monate in seinen Leib. 9 Monate. Ich weiß nicht genau, wie viel ich informiert bin, sagt man, nach 6 Wochen fängt der Herzschlag von Kind an. Also 7 Monate schlägt das Herz von das Kind und der Mutter zusammen. Die Mutter ist wie ein Engel für die Kinder. Versuch mal, eine Mutter das Kind wegzunehmen. Kannst du schon bei den Tieren sehen, kriegst du große Probleme. Sogar bei den Hühnern oder bei den Hunden. Oder versuch das mal bei der Mama wegzunehmen. Und wer ist der Vater? Der Vater ist wie ein Adler über der Familie. Wie eine Mauer. Keiner kommt dran. Der Vater beschützt die Familie. Der Vater sorgt für die Familie. Der Vater liebt die Familie. Und deshalb wird hier gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Wisst ihr, vor 2 Wochen starb mein Nachbar, der war 35 Jahre alt. Wer ist hier in diesem Rahmen 35 Jahre alt? Ist jemand? Keiner? Junge Männer? Vielleicht ein bisschen älter, ein bisschen jünger. Dieser Mann war sehr beschäftigt. Wo der erste Bruder gepredigt hat, habe ich gedacht, so geht das, so schnell kann das sein. Er war sehr beschäftigt, hatte seine eigene Firma, Truck Drivers Firma. Und einmal plötzlich war er nicht mehr da. Er hat sehr gerne Honig gegessen. Ich hatte ihm jedes Jahr, um Kontakt zu knüpfen, immer Honig gebracht. Was ich von meinem Freund bekomme, habe ich den Honig gebracht. Und er hat uns immer Apfel gegeben vom Apfelbaum, große Apfel. Und hat immer gesagt, I like an apple pie. Er wusste, dass meine Frau im Marketplace arbeitet. Und wir haben den dann Apple Pie gebacken und zu ihm gebracht. Und manchmal habe ich mit ihm gesprochen, was ich damit sagen möchte. Er war von der First Nation, Geist, sehr aktiv im Leben. Und er sagte zu mir, dass er keinen Kontakt hat mit den Eltern. Kein. Sag ich, wieso? Ah, sagt er, I don't care. In der Vorbereitung dachte ich, das könnte die Ursache sein, warum er so schnell gestorben ist. Wisst ihr, wenn wir David, Salomo und Jakob oder Josef betrachten, die hatte ein langes Leben. Wirklich ein langes Leben. Gott hält sein Wort. Und die Statistik sagt, dass die Leute am längsten leben in Asien.
nicht in unseren christlichen Mitten, in Asien, wo die meisten Muslimen sind. Warum? Weil da wird mit der Muttermilch schon mitgegeben, dass die Eltern eins und alles sind. Versucht man da bei den kaukasischen Völker in Aserbaidschan, in Armenien oder fahren wir nach Asien und fragt man da und sagt man da etwas Schlechtes gegen die Eltern. Da kriegt man große Probleme. Und da leben die Leute lang. Gott hält sein Wort. Und deshalb ist das für uns so wichtig, dass wir sind jetzt zwar auch nicht mehr jung, dass wir achten, wie gehe ich um mit meinen Eltern. Ich muss mir immer wieder muss ich mir selber sagen, wenn ich meine Schwiegermutter anrufe, wie spreche ich mit sie, wie viel Liebe spende ich mit sie. Rufe ich sie überhaupt an oder nicht? Und denkt immer daran, Gehorsam. Natürlich, wenn wir verheiratet sind, müssen wir nicht alles bei unseren Eltern fragen. Aber unsere Eltern werden uns nie überfordern mit Fragen, wo die wissen, oh, das können die nicht machen. Die werden ja nicht sagen, verlass deinen Mann und verlass deine Kinder. Die werden nur Gutes raten. Nur Gutes. Und wenn die eine Bitte haben, dann sollen wir Gehorsam leisten. Es ist wichtig, dass wir Kinder, wenn unsere Eltern in die Schule kommen, dass wir uns nicht schämen vor unseren Eltern und sagen, oh Mama, weißt du, bleib mal im Auto sitzen, ich laufe schnell rein, du kommst hinterher. Dass wir die Stolz nehmen und dann weitergehen. Wir haben ja, man sieht die so, wie wir auf unseren Seiten, Facebook, wie man das heute nennt, Bilder haben. Und man versucht ja, da schöne Bilder hinzustellen. Und einmal guckte ich rein, da stand Toni, was bei uns hier zu Besuch war, mit seiner Oma. Hat er da reingemacht. Und Oma ist, naja, wie sieht eine Oma aus, ne? 89. Aber ich war so stolz für Toni, ich habe gedacht, maladietz. Gut, dass du das machst. Dann ist der Oma auch was wert in den Augen. Im Psalm 127, 3 lesen wir. 127, 3. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Liebesfrucht, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Bekannter Vers. Und wenn Gott uns beschenkt mit einem Sohn oder einem Kind, wie freuen wir uns? Dann nehmen wir das Kindlein und sagen, ach du Schönes, ach du Liebes, und gib es ein Küsschen und drücken es. Und wir freuen uns so sehr. Und dann wird das Kind größer, will es von Gott nichts wissen, fängt mit Drogen an, wird rebellisch, gibt den Eltern, wie man sagt in Englisch, a hard time, und dann fängt es an. Und dann manchmal hört man von den Müttern, sagen die, es wäre besser, dass ich ihn nie geboren hätte. Der hat mir schon so viel angetan. Und hier steht geschrieben, das ist eine Belohnung. Und jetzt möchte ich euch eine Frage stellen. Liebe Kinder, auch liebe Erwachsene, so hart wie es doch klingt. Bist du eine Belohnung für deine Eltern oder bist du eine Bestrafung? Mit dieser Frage können wir nach Hause gehen. Sind wir eine Belohnung für unsere Eltern oder eine Bestrafung? Ehren wir unsere Eltern oder nicht? Möchtest du den Herrn mit Freimut dienen oder nicht? Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm vom ganzen Herzen und mit williger Seele. Du wirst nie mit Freimut dem Herrn dienen können, wenn ich, Cornelius, oder du, wie der heißt, deine Eltern nicht ehren wirst. Und wenn du nicht in gutem Kontakt mit denen bist oder viel Schlechtes gemacht hast und deine Mama schon viele Tränen vergossen hat und dein Vater nicht schlafen könnte, dann ist es Hochzeit, dass du zu denen gehst und Vergebung bittest und Buße tust. Sonst wirst du gestraft von dem Herrn. Möge Gott uns segnen und nachdenken. Es war eine kurze Botschaft, aber nehmt das mit. Und das war auch für mich eine große Lehre, was ich für mich selber vorbereitete. Ich dachte, wie wichtig es ist,
unsere Eltern zu ehren. Das ist in Epheser steht geschrieben, denn das ist Recht, sagt Gott. Das Wort Gottes sagt, das ist Recht. Das ist gut so, weil die Eltern für uns alles geben. Geld, Zeit, die sind immer da, bewachen uns und sorgen für uns. Dann müssen wir gehorsam sein und das machen, was der Herr von uns eigentlich verlangt. Und dann können wir mit Freimut im Chor singen, predigen, die Menschen in die Augen gucken und Gott dienen, von Gott weitererzählen. Möge Gott uns segnen im Nachdenken. Wir stehen jetzt noch auf, wir da beten möchte, betet, ich bete zum Schluss. Amen. Vater, ich möchte danken für diesen Gottesdienst. Danke dir für dein Wort. Danke dir, dass du uns gesagt hast, dass wir vorbereitet sind für das Sterben, dass wir dich als persönlicher Retter annehmen sollen. Wir haben gehört aus Johannes 3,16, dass du so die Welt geliebt hast, dass du deinen eigenen Sohn für uns hingegeben hast. Dass jeder, wer an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Danken dir für diese Verheißung. Und wir danken dir auch, dass du uns ermahnst und sagst, wie wir uns verhalten sollen mit unseren Eltern, wenn sie auch alt sind und anders sind und vielleicht für uns nicht immer gut aussehen. Wir sollen uns nicht schämen für unsere Eltern, sondern Gehorsamleistung gegenüber und sollen sie nie abweisen, wenn sie eine Bitte haben. Bitte helf uns, Herr, und vergib doch mir, wo ich so viel Fehler in meinem Leben gemacht habe, mit meiner Zunge, mit meinem Verhalten gegenüber meinen Eltern. Und helf uns allen, Herr, dass wir doch hier auch alles in Ordnung machen könnten, wenn jemand nicht in Ordnung ist in diese und dass wir dir mit Freimut dienen könnten. Amen.